Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, auch heute wieder ein buntes Potpourri an Nachrichten, mehr oder weniger aufregend. Dazu begrüßen wir den Publizisten, Journalisten und Autor Daniel Matisek. Daniel, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Peter, danke für die Einladung. Daniel, die Menschen haben ein bewegtes Wochenende hinter sich, insbesondere die Polizei in Deutschland. Es wurden alle Einheiten nach Leipzig berufen, Berlin und so weiter. Die Tagesschau berichtete, ja, es handelte sich um Rangeleien. Es ging im Wesentlichen um die linksextremistische Szene, und zwar die Verurteilung Nina E., die merkwürdigerweise nach dem Urteil in Dresden wieder freigesprochen wurde. Bagatellisierung der Tagesschau und auf dem linken Auge blind? Ja, absolut. Man muss aber korrigieren, freigelassen, nicht freigesprochen, leider. Ja. Ja, Also was heißt leider? Ich meine, leider freigelassen, das, entschuldige. Ja, leider in dem Sinne, das wäre eigentlich nur konsequent, denn der Richter hat ja sogar achtbare Motive oder ehrenhafte Motive unterstellt und damit im Prinzip gesagt, am liebsten würde er sie wahrscheinlich freilassen, wenn es nun mal nicht diese dummen Gesetze und das staatliche Gewaltmonopol gäbe. Das ist ja sinngemäß die Kernbotschaft. Und natürlich würde ich mir überlegen, als Polizist, wenn ich da meinen Kopf hinhalten muss, was ist das eigentlich für ein Staat, in dessen Diensten ich hier die Exekutive ausführe, dessen Richter solche Figuren im Prinzip gesund beten und eigentlich mit einem moralischen Gütesiegel versehen, die also Menschen da angegriffen haben, die sie selbst für rechts gehalten haben, weil sie eine Kappe mit falschem Symbol falsch rum auf hatten oder weil sie ihnen irgendwie genannt wurden als vermeintliche Nazis, die dann überfallen wurden, gezielt die Kniegelenke zertrümmert, gezielt mit Säure übergossen. Alles Dinge, die wir, wenn sie von rechter Seite kämen, in dem Fall wahrscheinlich als Vorboten eines neuen terroristischen Umsturzes und so weiter hören würden. Und so ist es dann ein harmloses Geplänkel, genau wie auch die Tagesschau dann in den Spontanprotesten danach, bei denen ja auch schon, glaube ich, einige Dutzend Polizisten verletzt wurden. Also nicht die Proteste von Sonntag, vom Wochenende jetzt, sondern davor, nach der Urteilsverkündung von der Tagesschau, wie gesagt, bagatellisiert wurden. Du hast es angesprochen, Rangeleien. Das ist also schon eine Volksverdummung sondergleichen. Und Menschen, die sich nur aus der Tagesschau informieren müssen, hier wirklich das Bild bekommen, dass von der linken Seite hier nur im Prinzip Teddybärenwerfer auf der Straße unterwegs sind. Und der Kampf gegen rechts darf natürlich seinen Schrecken nicht durch sowas verlieren. Immerhin, Peter, war ich überrascht, dass die Polizei dann doch relativ deutlich und heftig mal durchgegriffen hat. Offensichtlich hat man da versucht, seitens der Einsatzleitung der Polizei, zumindest das wieder kurz zu korrigieren in der öffentlichen Wahrnehmung, was, wie gesagt, die Richter zuvor mit Füßen getreten haben. Also das Vertrauen in die Justiz, die ja eigentlich kann man sagen, linksextremistische Kuscheljustiz in vielen Bereichen ist, nicht nur in diesem Fall, hat ja arg gelitten. Immerhin hat die Polizei gezeigt, es geht auch anders, wenn natürlich auch Verhalten, die Größenordnung zwischen rechts und links, was die Gewalt betrifft, ist natürlich von einer solchen Schieflage geprägt. Wir hatten das hier in der Sendung ja auch schon öfter angesprochen. Wir wissen auch, dass im Verhältnis ungefähr 10:1 bei den Anklagen wegen extremistischen Straftaten, bei der Unterstützerfeld, das wissen wir ja schon seit den Protesten der damals Chemnitz und so weiter. Es wird immer versucht, so dazu zu tun, als seien praktisch die Gegendemonstranten mehr oder weniger der verlängerte Arm der Regierung, die nur verharmlosend gewissermaßen den Vormarsch der Rechten stoppen wollen. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass die Gefahr für den Staat geht nun mal, das muss man ganz deutlich sagen, Peter, mehr von links aus. Alles andere ist herbeifantasiert. Und dafür hat dieses Beispiel Lina eh mal wieder meiner Meinung nach ein erschreckendes Exempel geboten. Man muss eines den Zuschauern noch mal sagen, das ist die sogenannte Hammerbande. Und die haben Menschen zu Krüppeln geschlagen, die ihr Leben gezeichnet sind und im Rollstuhl sitzen. Übrigens, in Ungarn wird damit anders umgegangen. Es sind Mitglieder dieser Bande verhaftet worden und denen drohen Strafen bis zu 10 Jahren und darüber. Man muss auch sagen, der Richter, der das in Dresden dieses Urteil gesprochen hat und der manches in der Urteilsbegründung dann, wie wir hören, relativiert hat, hat eine dem Rechtsextremismus zuzurechnende Organisation Mitglieder über 10 Jahre Gefängnis zuteil werden lassen. Nochmal, wir verabscheuen und wir verurteilen jegliche extremistische Gewalt, sei es von links, sei es von rechts oder sei es mit islamistischem Hintergrund. Aber hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Was mich demgegenüber sehr gewundert hat, Daniel, und da komme ich ja nicht oft dazu, ist die FAZ. Die FAZ schreibt also auf dem linken Auge blind. SPD und Grüne sehen den größten Feind rechts,
den Feind links, aber sehen sie lieber nicht. Stattdessen wird immer wieder weggeschaut oder auch offen mit Gewalttätern sympathisiert. Wir sehen das an der grünen Jugendorganisation. Der Vertreter, der Vorsitzende, der sagt, er regt sich darüber auf, warum man sowas überhaupt macht. Schließlich sind Rechte zu Schaden gekommen. Erstens mal die erste Frage. Wundert es dich, dass die FAZ jetzt in dieser Deutlichkeit darüber berichtet? Und zweitens, wir hatten das auch schon mal, Vergleiche sind legitim. Wir hatten das auch schon mal 33, wo Leute mit Ledermänteln und darüber hinaus durch die Städte gezogen sind und haben Andersdenkende oder Menschen mit jüdischer Herkunft zusammengeschlagen und das ist legitimiert worden. Erste Frage, wundert es dich FAZ? Zweite Frage, siehst du gewisse Parallelen? Also erste Frage, ich war überrascht, positiv überrascht, dass es mal so deutlich angesprochen wurde von einem Mainstream-Medium, denn gerade die FAZ, wissen wir ja, Peter, hat ja von ihrem ursprünglich konservativen Nimbus doch viel eingebüßt und scheint also doch ein gewisses Erwachen hier auch einzusetzen, weil man offensichtlich, man kann sich ja der Realität nicht mehr verschließen, wenn man sich, wie gesagt, die Lagebilder der politischen Kriminalität links und so weiter mal anschaut gegenüber der politischen Kriminalität rechts, der ja auf Verdachtbasis viel mehr Straftaten, die möglicherweise gar nicht politisch waren, zugerechnet werden. Deswegen kommen diese hohen Zahlen der rechten Gewalt meistens ja auch zustande, indem man in vielen Ländern beispielsweise Straftaten bei rechts einordnet, die dort gar nicht hingehören. Und das, wenn man mal objektiv schaut, es gibt natürlich Fälle rechter Gewalt, brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Es gab den Fall Walter Lübcke. Es gibt immer wieder aus dem rechten Rockermilieu Delikte und so weiter. Aber vieles, was eigentlich in das Umfeld rechter Gewalt gehört, und das hat die Taz ja in der Vergangenheit auch schon öfter, muss man sagen, immerhin löblich angesprochen. Zum Beispiel das Problem der grauen Wölfe. Da hat die FAZ auch schon drüber berichtet, dass die ja eigentlich auch eine rechtsextreme Organisation sind, die streng genommen auch der rechten Gefahr zugerechnet werden müssen, was ja bei uns in den überwiegend linken Mainstream-Medien überhaupt nicht kommuniziert wird. Hat man jetzt nach Erdogans Wahl ja auch wieder gesehen, da werden ganz offen auf unseren Straßen rechtsradikale Nazi-Symbole der grauen Wölfe gezeigt von Türken. Das wird ja auch nicht problematisiert. Da hat die FAZ, muss ich sagen, in der Vergangenheit immerhin mal, wie auch die Welt, relativ objektiv oder weitgehend objektiv berichtet. Insoweit habe ich da noch, wenn ich sowas lese, ab und zu sogar noch Hoffnung, dass im Mainstream noch ein Umdenken möglich ist. Bei vielen Publikationen mit Sicherheit nicht mehr. Spiegel, Stern, Taz, vor allem Süddeutsche Zeit und so weiter, da ist also der Zug abgefahren. Aber es gibt durchaus noch Ansätze von Restvernunft auch im Journalismus. Das ist wohl so, ja. Und zu der zweiten Frage, in der Tat, ich sehe da schwerwiegende Parallelen zur Weimarer Zeit und zwar weniger, was jetzt die Ursachen und die Ausprägung der Konflikte selbst anbelangt. Da sind wir also noch nicht angekommen, dass jetzt hier bei Saalschlachten Menschen totgeschlagen werden oder dass es da Hausbesuche von bewaffneten Einheiten gibt, Kommunisten bei vermeintlichen Nazis oder Nazis bei vermeintlichen Kommunisten zu Hause, die Menschen zu Hause totprügeln. Das gibt es in Einzelfällen zwar auch schon, haben wir mitbekommen. Es gab ja auch bei dieser Hammerbande hier den Fall, dass da welche, wie gesagt, zu Hause abgepasst wurden. Und es gab ja auch in Leipzig den Fall der Bauingenieurin, die von einem Antifa-Trupp zu Hause aufgesucht wurde und verprügelt wurde, weil sie für ein Bauprojekt, was die eben für verachtenswert oder für bekämpfenswürdig halten, verantwortlich war. Aber das sind meiner Meinung nach von der Tendenz her schon, aber noch nicht von der Ausprägung Weimarer Verhältnisse. Wo ich eine stärkere Parallele sehe, Peter, gerade im Zusammenhang mit dem Urteil von dieser Lina E., war die Begründung, wie gesagt, des Richters, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, die ist in der Tat auf eine beängstigende Weise fast wortgleich, wirklich fast wortgleich mit der Urteilsbegründung, mit der damals Hitler nach dem, also im Hitler-Ludendorff-Prozess nach dem Münchner Putsch zu Festungshaft verurteilt wurde. Da hatte der Richter fast dieselben Worte gebraucht in der Urteilsbegründung und das tiefe Bedauern ausgesprochen, hat also Hitler und seinen Mitstreitern eine Ehrenwerte und auch eine achtbare Gesinnung bescheinigt und gesagt, es sind glühende Patrioten und sie kämpfen auf der richtigen Seite, sinngemäß. Aber es gibt nun mal die Gesetze und die müssen angewandt werden und deswegen bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als ihn zu Festungshaft zu verurteilen. Aber er hat dann gleich noch im Gerichtssaal gesagt, es besteht eine hohe Chance, dass diese Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Und das hat der Richter hier in dem Fall zwar nicht gesagt, aber der hat dafür gleich die Freilassung veranlasst. Ja? Also das sieht man auch, hier wird im Prinzip Recht zumindest mal moralisch gebeugt, um damit eine bestimmte Gesinnung, eine bestimmte Weltanschauung eben zu zertifizieren.
Und da sehe ich wirklich, dass also Richter sich so, wie du es gerade gesagt hast, von dem Mittelweg entfernen und zum Komplizen von Extremismus machen. Da sehe ich in der Tat eine ganz gefährliche Entwicklung, weil moralisch ist ungefähr heute der Antifaschismus auf dem Level, auf dem damals der Antikommunismus war. Das heißt, es gab einen stillschweigenden Konsens der geistigen Eliten, der führenden Eliten, der Intellektuellen, der Politik, der Medien, der Wissenschaft, der Schriftsteller, der Journalisten und so weiter, zu sagen, man muss alles tun, um die kommunistische Umsturzgefahr zu bannen. Und das ist praktisch spiegelbildlich zu dem, was heute die vermeintliche braune Umsturzgefahr bedeutet. Und das sind schon, finde ich, bedenkliche Entwicklungen, ja. Lass uns ein Thema, das hat auch mit Gewalt zu tun. Ich habe mal, die Redaktion hat mal vom Wochenende beispielhaft etwas herausgesucht, was am Wochenende war. 13-Jähriger wird niedergestochen, 37-Jähriger soll Mann mit Messer attackiert haben, Stiche in den Bauch, Mann wird in Karlsruhe Innenstadt ausgeraubt und mit Messer bedroht, mit Messer gedroht, wer kennt den Lidl-Räuber und, und. Also das ist nur ein ganz kleiner Auszug, das, was am Wochenende los war. Nun muss man ja eines sagen, die Politik sträubt sich ja dagegen, hier die Ross und Reiter zu benennen. Wir haben auch jetzt eines, es sollen ja das Asylverfahren soll sich ja geändert werden, soll sich verschärfen. Und was hören wir? Gleich wieder den Aufschrei, hunderte Grüne entsetzt über Asylpläne. Das heißt also, man muss sich mal fragen, leben die Menschen weit weg von diesen Geschehnissen? Wollen sie es nicht sehen? Können sie es nicht sehen? Und das entsetzt ja. Wir können ja nur eines erkennen, dass nicht nur die Städte unsicherer geworden sind. Gesundheit, Herr Matisek, die Städte, Danke. Sie bestätigen es, die Städte sind unsicherer geworden. Auch auf der Fläche im Land erleben wir ja Ähnliches. Aber das Asylrecht verschärfen, nein. Ja, also hier ist es ja zu betonen, dass diese Pläne ja nicht von der Bundesregierung wirklich ausgehen und dass die Faeser, die verantwortliche Innenministerin, ja nicht hier zu der treibenden Kraft gehört, sondern das ist ja eine Verschärfung der geplante des EU-Asylrechts. Und auch noch in einem relativ bescheidenen oder eigentlich fast unbedeutenden Maße. Und selbst das führt schon dazu, dass hier die üblichen Verdächtigen wieder auf die Barrikaden gehen und sofort wieder Cedar Mordio schreien. Du hast es vielleicht mitbekommen, da gab es dann diesen offenen Brief von Prominenten, die sich gleich an Scholz gewandt haben. Und da waren dann wieder solche Namen dabei wie Herbert Grönemeyer oder wie Enissa Amani. Das sind also solche Wohlstandslinken, die in ihren Blasen leben, vor allem bei Grönemeyer, der ja gar nicht, ich weiß nicht, ob er noch in London lebt oder dort nur noch einen Wohnsitz hat, aber der jahrzehntelang gar nicht in Deutschland war und der natürlich auch jetzt in seinem reichen Wandlitz da, in seiner Gated Community mit Gesinnungsgenossen von den Folgen der Politik natürlich überhaupt nicht im Ansatz nur betroffen ist, die er hier einfordert, also die normale Bevölkerung, die täglich sozusagen in der Realität, in der Frontlinie sozusagen konfrontiert ist mit dieser monströsen, muss man mittlerweile wirklich sagen, und destruktiven Zuwanderungspolitik, mit diesen Folgen hat der selbst ja gar nichts zu tun. Die rufen da aus der sicheren Etappe, am Martini schlürfend, rufen die nach noch mehr Zuwanderung und feiern ihren Moralismus. Und die Niederung, die Bevölkerung, die das einmal erwirtschaften muss und zum anderen, wie gesagt, auch noch mit mittlerweile einem erheblichen Blutzoll auszubaden hat, die Folgen dieser Entwicklung, die sind dem ganz egal. Und das ist nicht nur bei ihm so, das ist bei all den Intellektuellen, die sich hier dieser Geistervater anschließen, der Fall. Und das ist natürlich, also finde ich persönlich einfach mittlerweile nur noch verachtenswert und auch ekelhaft, dass da Medien bereit sind, so einseitig über so etwas zu berichten. Denn das, was du gerade gesagt hast, diese Fälle von Gewalt, die könnte man ja mittlerweile stündlich, könnte man die in einem Live-Ticker zusammenfassen. Man wird mit dem Vorlesen nicht fertig. Es ereignen sich wirklich im Stundentakt so viele schreckliche Dinge, die natürlich mit, was niemals bedeutet, das können wir immer wieder nur betonen, das müssen wir aber eigentlich gar nicht betonen, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, was natürlich nicht bedeutet, dass jeder Migrant und jeder Zuwanderer ein Messertäter ist, ein Vergewaltiger ist und sonst was. Aber aus diesen Reihen kommen eben so viele dieser Straftaten zu uns und werden so viele begangen als Folge einer kulturfremden Zwangsfusion von Menschen, die eigentlich sich normalerweise geografisch nie begegnen würden, wo riesige Entwicklungsunterschiede sind zwischen uns und den Herkunftsländern. Das alles wird mit der Bevölkerung abverlangt mit einer dreisten politischen Kruspe,
wird versucht, die Bevölkerung zu sozusagen zwangs zu bekehren und immer trotziger, immer mehr Menschen ins Land zu holen. Und wie gesagt, die Politik, die jetzt vermeintlich eine kleine Verschärfung vorsieht, die ist eigentlich, es ist die Politik, es ist die Politik, die von EU-Staaten, die da einen anderen Weg gehen wollen, erzwungen worden und nicht von unserer Politik. Wenn es nach unserer Politik gehen würde, würde es gerade immer so weitergehen. Wir hatten das Thema, Baerbock lässt jeden Monat 4.000 Afghanen einfliegen. Die Seenotrettung wird mit verdeckter staatlicher oder kirchlicher Unterstützung und zum Teil auch ganz offen weiter betrieben. Auf den Landrouten kommen weiterhin Menschen zu uns. Die Bundespolizei warnt und keiner hört ihr zu. Und die Kriminalität geht durch die Decke. Und es passiert letztlich eigentlich nichts, außer dass eben der Aufschrei der Selbstgerechten immer lauter wird, sobald auch nur irgendjemand nach Veränderung ruft. Und das ist eben die Entwicklung, in der wir momentan stehen. Und es wird mit Sicherheit die nächsten Jahre nicht besser werden, sondern immer schlimmer. Gebetsmühlenartig wiederhole ich an der Stelle und schreiben viele Menschen mit Migrationshintergrund an. Tolle Genau. Sendung und liebe Menschen aus aller Welt, lasst uns hier gemeinsam etwas tun. Denn genauso wie ich, wie viele Bio-Deutsche, wie es immer heißt, genauso wie ihr in Ruhe und Frieden mit euren Familien und ihr selbst hier leben wollt, genauso wollen wir das. Und das bedeutet, wir müssen da zusammenhalten und solche Menschen haben in dem Land nichts verloren. Und vor allen Dingen wollen wir wissen, genauso wie die Menschen, die in dem Land sich integriert haben und hier arbeiten, dass die sagen, es geht doch nicht, dass wir kommen nach Deutschland, wir sind nach Deutschland gekommen. A, haben wir hier ein Land mit einem hohen Bildungsstandard, mit einer hohen Wirtschaftsleistung, mit einer hohen Sicherheit. Kulturell fühlen wir uns hier wohl, wir fühlen uns gesellschaftlich wohl und es kann nicht sein, dass wir Menschen ins Land lassen, die dieses alles zerstören. Daniel, wir erleben neueste Meldung, dass im sowjetisch besetzten Teil oder erschlossenen Teil der Ukraine, dass ein Staudamm gesprengt wurde. Wir lesen Meldung, jetzt ist der Krieg in Moskau angekommen. Es zieht sich weiter fort. Wird gesagt, Ukraine attackiert Putins Ölreserven. Man kann den Eindruck gewinnen, die Spirale wird immer weiter oder die Schraube wird immer weiter angezogen mit einem gefährlichen Eskalationspotenzial. Es ist in der Tat so, die Kriegsziele der ukrainischen Seite steigen natürlich oder werden immer von immer mehr Begehrlichkeiten erfüllt, in dem Maße, wie natürlich der Westen die Ukraine aufmunitioniert und unterstützt und ihr das Gefühl gibt, sie hätte praktisch strategische Narrenfreiheit. Es gibt ja überhaupt keine Begrenzung mehr. Das wird ja sofort als Defaitismus betrachtet. Auch dem sogenannten Verbündeten, wie immer man jetzt zu Waffenlieferungen, zur Finanzierung steht, müsste man ja trotzdem, wenn man schon diesen eskalativen Wahnsinnsschritt gehen, trotzdem eine klare Zweckbindung eigentlich vorgeben und müsste sagen, es gibt hier Grenzen, wenn, also auch aus Sicht der Ukraine wohlgemerkt, ja, also die Herstellung der territorialen Integrität und so weiter. Aber ich bezweifle mittlerweile, dass das überhaupt noch Kriegsziel der Ukraine ist. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Ukraine hier endgültig Tabula rasa machen will und dass man eben meint, jetzt dieses Moment ausnutzen zu können und jetzt Russland tatsächlich niederwerfen und Putin entmachten zu können oder am besten gleich Russland in die Kapitulation treiben könnte. Also diese absurde Vorstellung geistert ja auch bei uns hier im Westen in den Köpfen rum. Es gibt ja viele, die glauben, bei diesem Kampf, es geht ja, wenn man hört, in der Argumentation, da geht es ja gar nicht mehr um die angebliche Befreiung der Ukraine, da geht es ja um letzten Endes um die Vernichtung Putins. Eine völlig absurde Vorstellung. Wie gesagt, es wird nach wie vor ausgeblendet, dass Russland eine Atommacht ist, die diesen Krieg, das muss man einfach mal so sagen, ob einem das gefällt oder nicht, niemals verlieren wird. Man kann allenfalls die Bedingungen, zu denen dieser Krieg endet, könnte man zugunsten der Ukraine durchaus wahrscheinlich noch beeinflussen, indem man eben endlich mal einen internationalen Friedenskongress initiiert, eine diplomatische Initiative, nicht sowas wie Minsk damals, sondern eben wirklich auf neutralem Boden, Schweiz oder von mir aus auch sogar nein, Deutschland wird nicht mehr neutral wahrgenommen, das ist klar. Aber von mir aus Schweiz oder in irgendeinem ganz anderen Land, dort eine dauerhafte Friedenskonferenz zu etablieren, so wie das ja letztlich beim Vietnamkrieg als Ausweg aus der Sackgasse dann auch mit den Pariser Verhandlungen gelaufen ist. Es wird ja nicht anders gehen, als dass man da Kontaktgruppen formiert. Aber ich frage mich, was haben wir hier für Politiker im Westen, die das sabotieren, die in diese Richtung immer weniger unternehmen sind, die stattdessen alles tun, um Russland auch den Eindruck zu vermitteln, die Ukraine will euch jetzt final sozusagen besetzen, beseitigen, bekämpfen, zerschlagen und wir unterstützen sie dabei. Eine fatale Botschaft. Und keiner weiß, wann der Punkt erreicht sein wird, an dem Russland dann wirklich so gereizt ist, dass es eben auch
den Krieg auf eine neue Ebene der Eskalation hievt. Und das muss man einfach mal realpolitisch sehen. Hier geht es nicht um moralische Fragen. Also wir sind hier in so einer infantilen Snowflake-Gesellschaft. Die Menschen, die versuchen alle, die gehen an sowas ran wie in einem Spielkreis in der Kindergruppe, in der Kita, Konfliktlösung auf dem Reißbrett. So funktioniert die Weltgeschichte nicht. Man muss einfach mal sehen, wie gesagt, Staaten haben Interessen und keine moralischen Vorgaben, vor allem nicht solche Staaten wie Russland. Man muss doch die Realitäten einfach anerkennen. Und was immer Russland mit diesem Krieg ursprünglich bezweckt hat, man muss es sozusagen auf eine andere Weise zur Vernunft bringen als mit militärischen Mitteln, denn Russland ist nun mal immer noch zahlenmäßig die, ich glaube, größte Atommacht, also von der Zahl der Sprengköpfe her. Und irgendwann, früher oder später, wird natürlich, wenn die konventionelle Ebene versagt, auch die atomare Option eine Rolle spielen, ob durch begrenzte Schläge oder vielleicht irgendwann wirklich durch eine Verzweiflungstat, durch einen Weltkrieg. Das weiß man nicht, aber wenn man so weitermacht wie bisher, dann bewegen wir uns hier auf einen Abgrund zu. Und ich frage mich wirklich, was für Schlafwandler haben wir hier in der Politik, fast so schlimm wie vor 1914, die diese Gefahren nicht sehen, die da auf uns zurollt. Daniel, wenn wir zurückblickend schauen, und zwar auf den 27.04.2022, 20:05 Uhr. Wir haben über die FAZ schon gesprochen, über die Frankfurter Allgemeine, schleichender Strategiewechsel. Amerika will Russland über den Krieg hinaus schwächen. 2 Monate nach Kriegsbeginn setzt Washington neue Ziele. Die amerikanische Regierung bereitet sich auf eine jahrelange Auseinandersetzung mit Moskau vor. Ich weiß, liebe Zuschauer, Sie sagen, wir haben das schon oft eingeblendet. Wir können es aber nicht oft genug einblenden, um klipp und klar zu sagen, hier liegen eindeutig Interessen vor, die sehr Amerika dienlich sind. Und es wird, wie Herr Matisek sagt, wie Daniel sagt, es wird noch nicht mal über Waffenstillstand gesprochen. Eine Diskussion ist unerwünscht. Jede Diskussion, die damit anfängt, der Krieg hat eine Vorgeschichte. Oder im Endeffekt interessiert bei einer Weltvernichtung nicht mehr, wer den Krieg angefangen hat, wird gesagt, du bist ja Putin-Versteher. Das sind Dummköpfe, die so etwas sagen. Das muss man deutlich zum Ausdruck bringen. Aber Daniel, wenn wir das lesen, was die FAZ geschrieben hat, das müsste doch einen politischen Aufschrei geben, müsste sagen, Moment mal, hier schiebt doch Amerika, wie seinerzeit auch im Mittleren Osten, wieder Gründe vor, die die Welt destabilisieren, Flüchtlingsströme auslösen und insbesondere Europa und damit den Primus Europa Deutschland schwächen. Ja, genau, das ist der Effekt dahinter. Weil du das gerade sagst, darf ich kurz aufgreifen. In der Tat, allein das Wort Putin-Versteher zeugt ja schon von der ganzen bräsigen Ignoranz und von dem Niveau der politischen Debatte bei uns. Allein, dass man ein Wort wie verstehen hier schon negativ konnotiert, ist ja der absolute Wahnsinn. Ich meine, man kennt es vielleicht auch Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Ich habe das auf Englisch damals die Übersetzung gelesen. Da heißt es an einer Stelle sinngemäß, wenn ich das richtig weiß, know your enemy and know yourself. Das heißt, du musst deinen Feind verstehen, um dich selbst zu kennen. Und deswegen wäre ja Putin verstehen eigentlich mal die Voraussetzung oder der Schlüssel zu einer Lösung dieses Konflikts. Allein, dass man das bei uns hier zu einem Schimpfwort gemacht hat, Putin verstehe, wobei natürlich in dem Fall nicht das Verstehen an sich als kognitiver Prozess, sondern als vermeintliches moralisches Verständnis und damit Rückendeckung gemeint ist. Das ist trotzdem eine völlige ignorante und brandgefährliche Verweigerungshaltung. Man muss doch einfach die Realitäten kennen. Ich habe es gerade gesagt, man muss die Ziele des anderen kennen, um überhaupt zu wissen, wo kann man ihm unter Umständen Ausgleich anbieten, wie kann man ihn deeskalierend an den Verhandlungstisch bringen. Das ist das, was früher Kriegs- und Staatskunst ausgemacht hat. Also die erfolgreichsten Kriege sind die, die gar nicht geführt werden müssen. Und ich verstehe wirklich beim besten Willen nicht, was wir hier wie gesagt, für Blindgänger und Schlafwandler in unserer westlichen Regierung haben. Du hast es gerade selbst angesprochen, die USA, das kommt ja noch dazu. Also Putin-Versteher werden hier verdammt, aber Amerika-Versteher im Sinne von denen, die die Hintergedanken es ist nicht die gesamte US-Administration, aber es sind einflussreiche Kreise in Washington, die natürlich geostrategisch genau dieses Ziel einer langfristigen Schwächung Russlands verfolgen. Die werden ja hier völlig ausgeblendet, ignoriert. Und es ist tatsächlich so, du hast gesagt, die Vorgeschichte dieses Krieges, also wann beginnt Geschichte, ist ja sowieso so eine zentrale Schlüsselfrage in jedem Konflikt. Kein Konflikt bricht von heute auf morgen aus, auch wenn bei uns viele halbgebildete Schlafschafe, die den Nachrichten tagtäglich vielleicht eine Viertelstunde anschalten, dann mehr meinen, am 22. Februar 22, am 24. Februar 22 sei plötzlich so ein Kriegerschein am Himmel entstanden. Es geht ja noch viel länger zurück. Also wenn wir schauen, die Maidan-Proteste beispielsweise damals rein vom Westen orchestriert, was wir heute wissen, von der CIA mitgesteuert, der Versuch, die Ukraine aus dem russischen Einzugsgebiet zu lösen, indem man einen praktisch kalten Putsch initiiert hat.
Delegitimierung eines Staates oder Destrukturierung eines Staates, der, wo blieb denn da die ukrainische Souveränität, muss man fragen damals. Das hat auch keinen interessiert. Daniel, Nur das weil hat am übrigens die Ende. USA haben das zugegeben. Gestatte, dass ich unterbreche. Ja. Die USA hat das zugegeben, dass sie Einfluss genommen haben, milliardenschweren Einfluss, um dort die. Ganz offen, ganz offen. Die Ja. USA haben US-Staatsbürger in dieser ersten Nachmaidan-Regierung installiert. Die Rolle des Präsidentensohnes Hunter Biden bei dem Burisma-Staatskonzern, die Einflussnahme, als dann gegen bestimmte missliebige Staatsanwälte ermittelt wurde, was Biden in die Bedrängnis gebracht hätte, Drohungen an die ukrainische Regierung, das sofort einzustellen. Andernfalls würden Wirtschaftshilfen und Zahlungen ausbleiben. Die USA haben da schon erhebliches Erpressungspotenzial entfaltet. Das muss man einfach sehen. Das sind einfach alles Tatsachen. Und es ist auch eine Tatsache, dass die Minsker Abkommen, da braucht man also keine völlig talentfreie und unterbelichtete Ex-FDJ-Sekretärin, die mal unsere Kanzlerin war, die sich da noch verplappert hat im Zeitinterview letzten Dezember, die sogar zugegeben hat, dass diese Minsker Gespräche im Prinzip nur eine Hinhaltefarce waren, um Russland sozusagen auf Abstand zu halten, während die Ukraine hochgerüstet wird. Also sprich, um die Ukraine konfliktfähig mit Russland zu machen. Das wurde offen zugegeben. Wie kommt, also selbst wenn das vielleicht hinterher eine andere diplomatische Note bekommen haben sollte, wie kommen denn solche Bekenntnisse bei Russland an? Man muss sich nochmal in die Lage des Gegners reinversetzen und muss mal sehen, da ist nun mal eine Konfrontationsstellung da zwischen Ost und West, die ist in den Köpfen dieser kalten Kriege, zu denen Putin fraglos gehört, natürlich noch vorhanden. Dieses lebenslange Misstrauen gegenüber dem Westen wird man dort auch nicht mehr ausräumen können. Es ist schade, man hätte Russland natürlich in den 90er Jahren unter Jelzin besser versuchen sollen, sogar direkt in die NATO einzubinden. Es gab ja sogar Bestrebungen in diese Richtung, statt diesen Antagonismus und diesen Dualismus weiter aufrechtzuerhalten. Aber er ist nun mal da. Und Russland wird nun mal von, wenn man so wie von Menschen, die im Kalten Krieg sozialisiert wurden, geprägt. Es ist ja nicht nur Putin, die in einiges Russland ist die Parteiführung fast durchweg von solchen Falken heute besetzt, von einer ehemaligen Geheimdienstelite, die natürlich ganz klar die Konfliktstellung zum Westen auch zum Inhalt hat und die natürlich eine Bedrohung an die Wand malt, die vielleicht so gar nicht besteht. Ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, dass die NATO tatsächlich vorhätte, Russland in die Enge zu treiben oder platt zu machen. Aber man muss doch anerkennen, dass der Eindruck in Russland nun mal besteht und dass er nicht erst seit heute und seit letztem Jahr besteht, er besteht dort schon länger. Und die Ukraine, der Konflikt in der Ukraine ist natürlich unter dem Aspekt ein ganz klarer Stellvertreterkrieg. Und das sind doch die Realitäten, die man einfach anerkennen muss. Und ich frage mich wirklich, was haben wir gerade in unserer Bundesregierung wirklich für vollkommene Blindgänger und geschichtsvergessene Gesellen, die hier einfach nur moralische Phrasen runterleihen, ohne Folgenabschätzung und überhaupt nicht das, was eigentlich Staatskunst und Regierungsauftrag wäre, veranlassen, im Interesse des eigenen Volkes zu deeskalieren und endlich diplomatische Lösungen in den Weg zu bringen. Stattdessen freut man sich drüber. Unser Verteidigungsminister, da kommen wir vielleicht noch kurz drauf zu sprechen, Stichwort Defender 2023, NATO-Manöver. Der sinniert da über Verteidigungsszenarien für Rostock. Also da fragt man sich wirklich, wo leben die eigentlich? Wir sind ja heute nicht mehr in Zeiten, wo eine Westerplatte unter Beschuss genommen werden kann oder wo irgendwelche Kanonen vielleicht auf Berlin geschossen werden und die Kanonenkugeln dann irgendwie abgelenkt werden müssen. Wir reden hier von einer Eskalation mit einer Atommacht. Und die scheinen wirklich alle völlig von allen guten Geistern verlassen zu sein, den Verstand verloren zu haben, kollektiv. Ich habe es eingeblendet, das größte Luftwaffenmanöver der NATO seit Kriegsende findet jetzt im Juni statt. Man wird es allerorts hören, was die Durchbrechen der Schallmauer angeht. In 11 Tagen werden 220.000 Tonnen CO2 durch die NATO-Übung produziert. Das entspricht einer Stadt im Jahr. Und ob das unbedingt deeskalationswirkend ist, möchte ich bezweifeln. Daniel, jetzt wird ja der gesamten Welt vermittelt, Russland würde alleine dastehen. Jetzt haben wir erlebt, dass in Johannesburg treffen sich im August die BRICS-Staaten. Wir haben auch erlebt, dass ein wesentliches Mitglied der Afrikanischen Liga oder sogar der Vorsitzende der Afrikanischen Liga gesagt hat, Putin ist jederzeit gerne willkommen. Wir sprechen hier von China, Indien, Lateinamerika und Afrika. Das heißt also Russland, ein Südafrika, ja, genau. Südafrika, ja, Südafrika. Wir sprechen also hier von Größenordnungen, die weit über die Hälfte der Erdbevölkerung betreffen. Und wenn wir das dann lesen, auch hier wieder die FAZ, Südafrika gewährt BRICS-Vertretern Immunität, auch Putin. Der Vertreter der Afrikanischen Liga sagte hier klipp und klar,
in meinem Interview einem britischen Sender gegenüber, was maßen Sie sich an, über uns zu entscheiden? Sie müssten sich dafür für Ihre Kriegsverbrechen im Mittleren Osten rechtfertigen. A. Hussein, keine Giftgaswaffen. 900.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Sie müssen sich für Ihre Kriegsverbrechen in Afghanistan entschuldigen. Der Moderator ist in sich versunken und wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Wird hier ein Bild erzeugt, dass die ganze Welt gegen Putin ist? Versucht? Ja, aber das ist total absurd, dieses Bild. Und ich meine, man muss sich am besten dazu nur unsere Außenministerin anschauen, die versinnbildlich ja diese komikhafte, infantile, penetrante, moralisierende neue deutsche Politik oder westliche Politik insgesamt, kann man sagen, die da immer noch auf einem, kann man sagen, imperialistischen, kolonialistischen, fast schon hohen Ross sich bewegt, obwohl es überhaupt nicht mehr den Gegebenheiten entspricht. Du hast es gerade angesprochen, die BRICS-Staaten, es sind ja nicht nur diese 5 BRICS-Staaten. Man darf nicht vergessen, bei denen besteht mittlerweile eine Warteliste an Anwartschaften von weiteren Staaten, die dort gern beitreten möchten. Es gibt im Moment, glaube ich, 19 Anwärter, die gerne Mitglied der BRICS-Staaten werden wollen. Das heißt, weltweit gesehen, und zwar sind das alles auch aufstrebende Staaten, südostasiatische Staaten, afrikanische Staaten, natürlich auch Staaten, in denen sich China stark engagiert hat, geostrategisch, aber Länder, die mit Sicherheit im 21. Jahrhundert noch zu gewaltigem Wirtschaftswachstum kommen werden. Wenn wir jetzt diese Staaten mal anschauen, alle, diese 19 Staaten und die jetzt schon bei den BRICS-Staaten sind und auch noch andere diplomatische Initiativen, südostasiatische, ostasiatische Verteidigungsbündnisse und so weiter. Wenn man sich das alles mal anschaut, dann merkt man, der Westen ist abgemeldet. Der Westen ist nicht mehr von der Strahlkraft her, von seiner Attraktivität her und vor allem von seiner Vormachtstellung her das Maß aller Dinge, wie es im 20. Jahrhundert war. Das war das Jahrhundert der Europäer und noch der Nordamerikaner. Das wird jetzt anders sein im 21. Jahrhundert. Das hat man nur bei uns noch nicht gehört. Die haben den Schuss noch nicht gehört. Und da muss man sich ganz klar fragen, die können am Ende dann allein auf ihrem Podest stehen und können die ganze Zeit Sonntagspredigen halten, aber ihnen hört irgendwann keiner mehr zu, ob einem das jetzt schmeckt oder nicht. Die müssen die anderen Länder mehr oder weniger respektieren und dort abholen, wo sie sind. Und wenn sie das nicht tun, dann werden diese Länder sich von ihnen abwenden. Und genau das passiert. Es interessiert sich keiner hier für westliche Werte, für Werte Westen, für feministische Außenpolitik, für wertegeleitete Außenpolitik, weil diese Kategorien, wie du gerade sagst, sowieso niemand ernst nehmen kann, da der Westen eben sehr, sehr einseitig seine eigenen Maßstäbe interpretiert. Kosovo, Irakkrieg, die Interventionen im Nahen Osten. Es sind ständig, vor allem auf Seiten der Amerikaner natürlich, sind unglaublich viele Regime-Changes und interventionistische Aktionen gelaufen in den letzten 60 Jahren, natürlich unter sehr unterschiedlichen Gründen. Die typischen Amerika-Hasser und Anti-Amerikanisten schmeißen das alles in einen Topf und sehen da vor allem auch eine Kontinuität, die es schon mal deswegen nicht gibt, weil es eben nicht die Amerikaner gibt. Es gibt auch nicht die amerikanische Regierung. Amerika ist natürlich, das muss man sagen, auch wenn da die Demokratie sicherlich Defizite aufweist, ist es trotzdem eine funktionierende Republik mit regelmäßigen Regierungswechseln. Und niemand würde die Politik eines Trump mit der von Obama gleichsetzen oder die eines Kennedy mit der von Eisenhower. Und deswegen ist das nicht die amerikanische Linie und auch nicht die CIA, die seit 70 Jahren von denselben finsteren Hintermännern gelenkt wird. Das ist total absurd. Aber trotzdem hat der Westen natürlich geostrategisch schon eine Kontinuität in Einmischungen, die er selbst für legitim hält, während er sie anderen komplett verweigert und bei anderen immer schnell von Völkerrechtsverletzungen, von Kriegsverbrechen spricht, obwohl er selbst in dieser Richtung eben auch nicht unschuldig ist. Und man muss da einfach sagen, die Feindseligkeit, die sich die Amerikaner aufgrund ihrer Dominanz natürlich auch zugezogen haben, die fällt in dem Fall natürlich negativ auf sie zurück, da immer weniger Menschen eben unter diese Fuchtel kommen wollen und immer weniger Völker, meine ich, unter diese Fuchtel kommen wollen, sondern offensichtlich weniger Probleme damit haben, mit Indien, China und Russland zu kooperieren. Obwohl man natürlich streiten könnte und fragen könnte, was verfolgen die für Ziele. Also die chinesische Seidenstraßenpolitik und die wirtschaftliche Interventionspolitik Chinas, die ist mit Sicherheit auf Dauer eine ebenso große Sackgasse wie eine Westbindung für viele Länder. Wir sind ja in Deutschland speziell mit dieser Westbindung nicht gerade schlecht gefahren. Das muss man ganz klar sagen. Und auch in dieser Zeit, während wir engste, unverbrüchliche Verbündete der USA waren, haben die USA natürlich viele Sauereien begangen jetzt. Wenn man nur über die ganzen Aktionen jetzt von, was weiß ich, in der dritten Welt, in Südamerika im Namen der Monroe-Doktrin,
ob das jetzt Chile ist oder früher schon Kuba oder auch meinetwegen im Iran der Putsch gegen Mossadegh und so weiter. Die USA haben sicherlich auch in Ägypten, Suez-Krise und so weiter, haben sicherlich in den letzten 70 Jahren auch viele Schweinereien begangen, das muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem ist die Anbindung an die USA uns nicht so schlecht bekommen. Aber diese Zeiten sind heute offensichtlich vorbei. Viele Länder und viele Völker sehen das eben heute anders und sehen sich da wahrscheinlich eher auf der Seite der Global Winners. China, vor allem auch Indien, bevölkerungsreichstes Land mittlerweile, du hast es angesprochen, da sind die Westler einfach auf dem absteigenden Ast. Und entweder versucht man sich mal diesen Realitäten jetzt endlich anzunähern und sich selbst wieder attraktiver aufzustellen, indem man vor allem diese moralische Überheblichkeit aufgibt und mal wieder mehr Realpolitik betreibt. Oder es wird dem Westen so ergehen wie am Ende dem Osmanischen Reich, der dann irgendwann zum kranken Mann wurde, nachdem es jahrhundertelang die Großmacht, eine der größten Mächte der Welt war und am Ende in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Das wird im Westen möglicherweise auch so kommen, wenn hier nicht, wie gesagt, eine Zäsur erfolgt. Ja, liebe Zuschauer, wenn das G36 von Heckler und Koch von der Bundeswehr so schießen würde, wie Daniel Matissek redet, hätten wir keine Probleme. Aber sehr gute Ausführung, Daniel. Sehr gut. Daniel. Sorry, wenn ich hier etwas in Logorö verfalle. Nein, nein, es ist alles, das ist ja alles richtig, was du sagst. Es war ja nur eine humoristische Anmerkung. Bei uns können ja die Gäste aussprechen und dazu zählst du ja. Saudi-Arabien ist so ein Beispiel. Die Welt schreibt, die Amerikaner sind, die USA ist nur noch ein Zaungast. Saudi-Arabien sagt, wir lassen uns nichts mehr vorschreiben. Und durch diese ständigen Moralpredigten und Kolonialmoral haben die halt wirklich die Schnauze voll. Und dann sagen die muslimischen Länder, wir haben eigentlich die Schnauze voll von eurem Gequatsche dort. Aber Pretorius befindet sich in Indien und höre da im Morgenmagazin, sagt er, wir müssen uns mehr mit Realpolitik beschäftigen und ich bin nicht nach Indien gereist, um ihnen Moralvorschriften zu machen, sondern wir müssen anerkennen, dass wir von diesen Ländern keine Bekenntnisse brauchen zu Russland oder zu anderen Dingen, sondern mit aller Vorsicht gemeinsam versuchen, auf einen Nenner zu kommen, den kleinstmöglichen Nenner erzielen, aber dazu zählen eben keine Bekenntnisse. Pretorius scheint erkannt zu haben, dass die feministische Außenpolitik und darüber hinaus, die sich vollzieht von Frau Baerbock und anderen, dass die von wenig Erfolg gekrönt ist. Daniel, lass uns zum letzten Thema kommen. AfD 19%, teils 1% mehr wie die SPD, wesentlich mehr als die Grünen. Die Grünen sind so zwischen 13 und 14%, für mein Dafürhalten immer noch viel zu viel. Und jetzt hören wir Abwehrreaktionen. Friedrich Merz, hohe Umfragewerte für die Partei. Merz schließt Zusammenarbeit mit der AfD erneut aus. Wir erkennen bei Anne Will in der ARD klagt die ganze Runde in trauter Eintracht über den Höhenflug der AfD. Nur von der AfD ist, wie fast immer, niemand eingeladen. Merken die überhaupt noch etwas in ihrem Elfenbeinturm? Offenbar nicht. Wir haben Philipp Amthor, er war auch mit hier vertreten bei Anne Will. Amthor gibt Ampelregierung Schuld an AfD erstarken. Anne Will ist baff. Träumen die eigentlich alle? Ja, das ist ein vollkommener Realitätsverlust auch hier. Das Interessante ist ja, die Unzufriedenheit der Ampel ist sicherlich der Hauptgrund für den Aufschwung der AfD. Aber es ist interessant, wie gesagt, dass eben nicht die CDU als vermeintliche natürliche Alternative, als größte vermeintliche Oppositionspartei hier den Zulauf gewinnt, sondern die AfD. Das heißt, wie muss man das interpretieren? Ganz einfach, die Wähler sehen die CDU als genauso großes Teil des Problems an wie die Regierung. Und das, was wir seit Jahren sagen, es gibt im Prinzip eine Einheitspartei, die mit Nuancen für denselben destruktiven Kurs steht, ob das jetzt die Einwanderungspolitik ist, die Klimapolitik, wo die Grünen ja von der CDU zum Teil schon überholt wurden links. Das spielt gar keine Rolle. Das ist letztlich eine Einheitspartei, die, wie gesagt, bis auf Schattierungen, minimale Nuancierungen eigentlich dasselbe vertritt. Und das haben die Wähler auch mittlerweile verstanden. Also die gesamte Klimapolitik wird mittlerweile von der CDU fast in einer Art von Markenklau noch vehementer betrieben als von den Grünen oftmals. Und die gesamte Genderpolitik, ebenfalls unerträgliche Zeitgeistanbiederung, solche Figuren wie Daniel Günther oder Hendrik Wüst, der ja sogar den konservativen Markenkern der CDU in Abrede gestellt hat, sind da die schillerndsten Beispiele. Vor allem aber natürlich in der Zuwanderungspolitik, die ja auf die CDU zurückging, wohlgemerkt. Das war nicht die Göring-Eckardt und Co. haben zwar am lautesten gejubelt, aber veranlasst hat es eine CDU-Kanzlerin, und zwar die Kanzlerin, der alle
mit Ausnahme von Merz vielleicht, aber der hat sich ja schnell hinterher umbiegen lassen, die aber alle von denen, auch ein Amthor, letzten Endes von denen, die sozusagen, die da den Kotau vor ihr gemacht haben und die alles mitgetragen haben. Und die Unglaubwürdigkeit solcher Figuren spiegelt sich natürlich auch im Vertrauensverlust der Wähler wider, die dann sagen, also wenn ich gegen die Ampel bin, dann ist für mich nicht mehr die CDU der natürliche Widerpart, sondern offensichtlich jetzt die AfD. Und ich kann dir jetzt schon prophezeien, diese Entwicklung wird sich immer weiter fortsetzen. Was mich sehr erfreut und was ich sehr erfrischend finde, ist, dass offensichtlich die Kriminalisierung und der Versuch der Nazi-Keule jetzt immer weniger Deutsche beeindruckt. Also es scheint immer mehr Leute zu geben, so wie wir ja auch, Peter, die sagen, weil dieser Vorwurf so absurd ist, die sagen, ich sag jetzt, was ich denke, ich mache das nicht mehr mit. Und wenn ich deswegen ein Rechter bin, ein Nazi bin, dann bin ich es eben, weil ich weiß selbst, dass ich keiner bin. Ich weiß, wofür Nazi und Recht steht und das hat nichts damit zu tun. Und die AfD ist selbstverständlich keine braune Partei und keine Nazi-Partei. Und das ist auch völlig egal, ob es da einen Höcke gibt, der mal vor 5 Jahren irgendwas Missverständliches gesagt hat oder mit einer Deutschlandfahne rumgewedelt hat. Wenn das Nazitum sein soll, dann bin ich gerne Nazi, so sinngemäß. Das ist die Tendenz, die jetzt immer mehr Menschen haben, weil sie sagen, es geht hier um Sachfragen, um Realpolitik auch wieder und auch innenpolitisch. Es muss nun mal wirklich ein Kurswechsel her und die CDU steht nicht für diesen Kurswechsel. Ganz einfache Sache. Die CDU, das ist ein Markenschwindel. Die CDU steht für alten Wein in neuen Schläuchen. Merz ist mittlerweile genau da angekommen, wo Merkel vielleicht 2011, 2012 war, also noch mit der FDP zusammen war. Das steht aber auch nicht für eine wirkliche Politikerneuerung. Kann weg und das merken immer mehr Menschen. Kein Mensch braucht diese CDU. Das ist eine Service-Opposition, eine Fake-Opposition. Und die haben es gerade am wenigsten nötig. Du hast es ja angesprochen, über die AfD den Stab zu brechen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt sogar ganz gut, dass der Merz diesen sklavischen Weg geht, weiterhin sich an dem Establishment der Linksparteien anzubiedern und sagen, kein Millimeter mit der AfD. Denn das ist eigentlich der Garant für den AfD-Erfolg, weil mit einer Koalition zur CDU würde die AfD sich wahrscheinlich unglaubwürdig machen. Diese CDU hat meiner Meinung nach genauso wenig Daseinsberechtigung mittlerweile wie die SPD, weil von ihrem ursprünglichen Substanzgehalt nichts mehr übrig ist, überhaupt nichts mehr. Das ist korrekt. Du hast gerade Björn Höcke angesprochen. Gegen ihn läuft ja ein Strafverfahren, das ein gewisser Strigel seinerzeit in Kraft gesetzt hat oder ihn angezeigt hat. Strigel ist Mitglied der Grünen im Landtag in Sachsen-Anhalt. Er selber hat Fahrerflucht begangen mit schwerer Körperverletzung. Und das sind alles so Dinge, die Aussagen, hier wird nach der Stecknadel im Heuhaufen gesucht oder das Haar in der Suppe. Das kann man nie anders sagen. Und wie gesagt, du hast vollkommen recht, das zieht nicht mehr. Die Rechten, und die haben das gesagt und die haben das gesagt. Hier geht es einfach darum, dieses Land zu retten. Und Zeit zum Diskutieren haben wir nicht mehr. Und es zeigt eines, wie nervös Leute geworden sind. Es gibt den Marcel Ratscher sage ich schon, Quatscher, Marcel Fratscher, nicht Quatscher. Es ist ein Quatscher, aber er heißt Fratscher. Nicht nur bei den Parteien im Bundestag, auch die Ökonomen machen das Umfragehoch der AfD, macht das Umfragehoch der AfD zu schaffen. Sie warnen vor den negativen Folgen der deutschen Wirtschaft. Der zeigt doch hier diese getriebene Angst, dass die ihre Komfortsituation verlassen müssen. Denn eines müssen wir sagen: Zwischen Politik, Medien und manchen Vertretern, wie er hier, der Fratscher, hat sich ja so ein Filz entwickelt. Und da haben die halt Schiss, dass sie ihre Position verlieren. Was sagst du zum Fratscher? Also das ist natürlich, das ist Berliner Märchenstunde. Wir hatten vor Jahren schon, es gab auch schon vor Corona die Behauptungen, immer dort, wo die AfD besonders stark sei und Deutschland ganz dunkel werde und braun werde, dort bestünde eine Gefahr für die strukturelle Entwicklung, weil immer mehr Firmen dort abwandern würden. Also diese Ammenmärchen glaubt kein Mensch. Ich würde eher sagen, dort, wo die AfD, wenn die AfD mal irgendwann Regierungsverantwortung trägt, würde ich eher annehmen, dass die Unternehmen sich dort ansiedeln oder jemand, der klar im Verstand ist, vielleicht eher sagt, ich habe da günstigere Standortbedingungen als in den maximal verbundenen und zunehmend von sozialem und ethnischen Unfrieden geprägten Gebieten Westdeutschlands beispielsweise. Aber zum Fratscher, du hast völlig recht. Also Fratscher ist für mich sowieso eigentlich kein Ökonom, sondern allein schon mal aufgrund der Häufung seiner Fehlprognosen würde ich den eher als so eine Art Hofastronom der Ampelregierung mittlerweile bezeichnen. Also nee, Astrologe, nicht Astronom. Also das ist ja wirklich eher eine Art von Kaffeesatzleserei, was der da betreibt. Wie gesagt, Marcel Fratscher 2021 prophezeit, Inflation schwächt sich ab.
Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Er hat auch Beschäftigungswunder durch die Migration prognostiziert. Das genaue Gegenteil ist eingetreten. Riesige Zahlen an Menschen, die direkt in die Sozialsysteme eingewandert sind, statt die Arbeitsmarktsituation zu verbessern. Das ist das genaue Gegenteil, diese sogenannte Fachkräftelüge. Das ist das genaue Gegenteil dessen, was er und auch andere Ökonomen prophezeit haben. Und warum sollte man dem jetzt plötzlich hier etwas glauben? Also da würde ich eher sagen, also wenn der sagt, das Wasser fließt einen Berg hoch, dann würde ich sagen, es ist schon oben. Oder ich würde sagen, dann haben wir eigentlich eher positive Aussichten, was die Wirtschaft betrifft, wenn wirklich die AfD Stimmenzuwächse jetzt, wenn er behauptet, die würden die Konjunktur schwächen. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, wir haben wohlgemerkt eine Rezession. Ich wüsste nicht, wie schlimm es noch kommen sollte. Da kann ja nur ein Politikwechsel eigentlich den notwendigen Kurswechsel bedeuten, auch für die Wirtschaft positive Impulse bedeuten. Und genau dafür steht die AfD. Deswegen glaube ich, liegt er mit seiner Prognose grundfalsch. Zum Schluss möchte ich noch etwas einblenden, das war in der Welt Harald Martenstein, neben der Spur. Die maßlose Selbstüberschätzung des Sanierungsfalls Deutschlands. Ob bei der unbegrenzten Migration oder bei der schlagartigen Umstellung auf Erneuerbare, die Bundesregierung hat das Machbare völlig aus dem Blick verloren. Wenn das Geld nicht reicht, müssen halt die Steuern hoch. Hinter all dem steht die seltsame Überzeugung, dass Deutschland einfach so toll sei. Ich finde, besser kann man die Situation, die bei uns vorherrscht, überhaupt nicht beschreiben. Die maßlose Selbstüberschätzung des Sanierungsfalls Deutschlands. Genau. Also man kann es auch so sagen, die das Land heute praktisch zugrunde wirtschaften, die verfrühstücken ja damit Geld, was sie selbst nie aufgebaut haben. Das ist ja die gewaltige Aufbauleistung von zwei Nachkriegsgenerationen, die natürlich so immens war, dass der Eindruck entstehen könnte, uns geht es ja so verdammt gut. Und das ist ja subjektiv auch so, wenn man durch die Städte geht, die Geschäfte sind im Moment noch voll, die Gastronomen können sich nicht beklagen, es wird unglaublich viel Geld ausgegeben. Stimmt. Das ist im Prinzip so eine Situation wie wahrscheinlich auf dem Oberdeck der Titanic, wo immer noch Brandy serviert wurde, während unten schon die Kesselräume vollgelaufen sind. Und genau die Entwicklung haben wir ja. Und die moralischen Eliten oder die politischen Eliten, die sitzen natürlich da, wo es noch gut beheizt ist und wo der Wein in Strömen fließt und schlussfolgern daraus, dass die Party ewig weitergeht. Aber die Party ist schon längst vorbei. Und die Selbstüberschätzung wird denen sehr bald vergehen, wenn ihnen selbst das Wasser bis zum Hals steht. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, liebe Zuschauer, diese Sendung und Gesprächspartner, Interviewpartner wie Daniel Matisek dienen dazu, Deutschland wieder auf die Füße zu stellen. Denn wir sind wirklich ein Sanierungsfall geworden. Und wer sich mit den Dingen befasst, wird begreifen, dass sich im Augenblick bloß Ruhe erkauft wird. In zwei Dingen. Einmal in monetärer Hinsicht, dass wir Schulden machen bis zum geht nicht mehr, generationsübergreifend. Und zum anderen die Medien dazu beitragen, die wahren Geschichten und die Realitätsbetrachtung, wie es in Deutschland ausschaut, so gut wie möglich verheimlichen, sei es indem sie nicht schreiben und indem sie verharmlost schreiben. Daniel, ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast, wie immer sehr aufschlussreich. Sie, liebe Zuschauer, bitte ich, teilen Sie dieses Video, abonnieren Sie unseren Kanal und ich sage danke für die Unterstützung. Vielen Dank und alles Gute. Vielen herzlichen Dank, Peter.